Anna-Karina Wojcik, Stefan Meross. Jetzt packt sie die ganze Wahrheit über die Trennung aus. Die Trennung von Anna-Karina Wojcik, Stefan Meross liegt nun schon einige Monate zurück. Jetzt scheint die Ex des Schlagerstars jedoch noch einmal Redebedarf zu haben. Sie packt den wahren Trennungsgrund aus. Jetzt spricht Anna-Karina Wojcik Klartext. Ende 2022 ging die Ehe der einstigen DSDS-Kandidatin und Schlagerstar Stefan Meross in die Brüche. Mittlerweile sind die beiden wieder glücklich an neue Partner vergeben. Dennoch lässt die Sängerin das Thema wohl noch immer nicht los. Jetzt sprach sie über die genauen Hintergründe der Trennung von dem immer wieder Sonntagsstar. Anna-Karina Wojcik, Stefan Meross. Das war der wahre Trennungsgrund. Anna-Karina Wojcik und Stefan Meross waren stets darauf bedacht, keinen großen Rosenkrieg nach ihrem Eheaus anzuzetteln. Gar nicht mal so einfach, wenn man seit Jahren nicht nur privat, sondern auch beruflich den gleichen Weg geht. Das einstige Schlager-Traumpaar stand seit Anfang ihrer Beziehung immer wieder gemeinsam auf der Bühne. Das wurde ihnen schlussendlich wohl zum Verhängnis. Im ZDF-Format Leute heute packte Sängerin nun aus, was wirklich hinter den Kulissen abging und warum es zu dem Liebesaus kam. Wenn natürlich beide Musik machen und beide in der Öffentlichkeit stehen, war das einfach von Anfang an, dass man aus dem Strudel auch nicht mehr rauskam und man gesagt hat, okay, wenn es jetzt eh öffentlich ist, dann machen wir dies, das, jenes, lassen die Leute einfach dran teilhaben, was auch zu der Zeit gepasst hat, aber einfach irgendwann auch uns zum Verhängnis wurde. Anna-Karina Wojcik. Ihre Liebe so sehr der Öffentlichkeit zu präsentieren, scheint auf Dauer einfach nicht funktioniert zu haben. Mit ihrem neuen Freund Daniel kann Anna-Karina Wojcik das wohl nicht passieren. Als Geschäftsmann wird er wahrscheinlich nie mit der DSDS-Beauty auf der Bühne stehen. Vielleicht besser so.